Der Arztbesuch der Zukunft ist anonym. Der Patient eine Nummer. Der Mediziner ein Computer. Patientin Peggy im 30. von 140 prognostizierten Lebensjahren ist auf dem Weg ins Körperkontrollzentrum. Einmal im Jahr ist der Rundum-Check Pflicht. Die Untersuchung? Ein Scannen. Die Diagnose? Fehlerfrei und digital. Leberfunktion 100%. Nierenfunktion 100%. Lungenfunktion ebenfalls 100%. Doch das Herz ist nicht mehr perfekt. Ein Erbfehler schwächt die Herzklappen. In 5 Jahren könnte es zum Infarkt kommen. Empfohlene Therapie? Ein neues Herz. Wahrscheinlich wird Peggy 3 zur Auswahl haben. Eine Minimaschine, ein tierisches Ersatzorgan oder ein gezüchtetes Herz aus Stammzellen. Die Weichen für diese Zukunft werden in der Gegenwart gestellt. Ulrich Steinseifer ist Maschinenbauer am Aachener Helmholtz-Institut. Wenn es nach ihm geht, gibt es schon bald einen perfekten Ersatz für ein menschliches Herz. Und zwar eine Maschine, ein Kunstherz. Mit diesem Prestigeobjekt gehören die Ingenieure des Instituts zu den Pionieren. Für uns ist das auf jeden Fall eine Königsdisziplin, weil das Herz ja auch sehr stark belegt ist. Man hört ja immer diese Begriffe, das Herz gebrochen, das Herz verloren. Das heißt, es hat ja auch in anderen Bereichen eine sehr hohe Bedeutung. Und das Herz ist halt für uns auch die Lebenspumpe. Das heißt, es versorgt den Körper mit Blut. Wenn das Herz stehen bleibt, dann ist es relativ schnell auch vorbei mit dem Leben. Also insofern ist es natürlich sehr wichtig. Auch das könnten die Lebensretter der Zukunft sein. Schweine. Tierarzt Eckhard Thein von der Uni München kümmert sich um die Ferkel, bis sie ihre Herzen spenden müssen. Die Vision seiner Forschungsgruppe ist die Xenotransplantation. Geklonte Tiere mit menschlichen Genen geimpft. Nur dafür gezüchtet, um Organe zu spenden. Das Einzige, was für das Tier Stress ist in dem Versuch, ist die allererste Spritze. Die kriegen eine Kanüle gelegt für die Narkose. Und danach ist das Tier wie ein Patient in tiefer Narkose und kriegt von all dem, was gemacht wird, nichts mit. Als Braten enden jährlich mehrere Millionen Schweine. Warum nicht ein paar Tausend für die Organspende züchten? Die erfolgreiche Xenotransplantation, die wäre die Lösung für genau diese Probleme, nämlich diesen großen Organmangel, den wir haben in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, und dem jährlich mehrere tausend Menschen zum Opfer fallen. Das wäre eine Option, diesen Organmangel in den Griff zu kriegen, vorausgesetzt, sie ist erfolgreich. Augustinus Bader von der Universität Leipzig will ganz andere Wege gehen. Die Lösung für das Problem von Patientin Peggy steckt in ihr selbst, prognostiziert er. Das Wirrwarr der menschlichen Zellen will er entschlüsseln. Mit Zelltherapie will er Organe heilen oder sogar neue schaffen. Ein fehlerhaftes Herz wird einfach neu gezüchtet. Grundlage sind eingefrorene Stammzellen. Sozusagen die kleinste Lebenseinheit des Menschen. Gewonnen zum Beispiel aus dem Knochenmark. Tiefgekühlte Lebensbausteine, aus denen Augustinus Bader für jeden Patienten eine individuelle Heilung entwickeln will. Wenn es gelingt, diese Technologien therapeutisch anwendbar zu machen,
kann jeder Mensch sehr kostengünstig auch behandelt werden, weil die Stammzellen, die kosten ja auch nichts, die haben wir alle mit uns schon vorbereitet über das ganze Leben hinweg. Es geht also auch bei sehr alten Menschen, funktionieren diese Stammzellen noch und die können aktiviert werden. Und die Prinzipien, die Mechanismen dieser Aktivierung, die studieren wir und haben auch Faktoren gefunden, die wiederum im Körper selbst produziert werden, die diese Stammzellen dazu motivieren, bei Verletzungssituationen Gewebsneubildung zu erreichen. Gewebsneubildung, Regeneration, Organaustausch. Macht uns medizinische Forschung immer älter? Werden wir gar unsterblich? Professor James Vopell vom Max-Planck-Institut für Demografie kennt die Entwicklung der Lebenserwartung der letzten 160 Jahre. Es ist eine steile Kurve nach oben. So in 1840, Swedish females. Im Jahre 1840 hatten schwedische Frauen die größte Lebenserwartung. 1840 wurden schwedische Frauen durchschnittlich 45 Jahre alt. Und letztes Jahr hatten japanische Frauen die größte Lebenserwartung. Sie lebten 85,5 Jahre im Durchschnitt. Von 1840 bis heute, das sind ein bisschen mehr als 160 Jahre, ist die Lebenserwartung um 40 Jahre gestiegen, von 45 auf 85,5. Während dieser 160 Jahre ist die Lebenserwartung jährlich also um 3 Monate gestiegen.